Der Titel meines Vortrags lautet Das Insekten- und Vogelsterben vor dem Hintergrund der Natur- und Kulturlandschaftsgeschichte und wie wir es überwinden können. Und gleich zu Anfang möchte ich etwas dazu sagen, warum ich diesen Vortrag überhaupt halte. Ich möchte ein referenziertes neues Leitbild im Natur- und Landschaftsschutz propagieren, das zugleich ein altes Leitbild ist, denn die Sachen, die ich erzähle, sind alle bekannt im Prinzip. Ich bringe sie nur anders zusammen. Ich möchte ein stärkeres Natur- und landschaftshistorisches Bewusstsein fördern. Ich sage, dass Natur- und Umweltschutz integrativer werden muss. Wir müssen weg vom Einartenschutz und vom Objektschutz hin zum systemischen Schutz. Ich möchte auch, dass mehr Akteure aus verschiedenen Bereichen am selben Strang ziehen. Ich möchte mehr Ausgewogenheit zwischen zoologischem und botanischem Artenschutz. Und ich möchte, dass wir jetzt den Schwung für einen großen Wurf nutzen im Natur- und Umweltschutz. Und beginnen möchte ich mit einer historischen Uhr der Kulturlandschaft in Mitteleuropa. Beginnend vor 7.000 bis 8.000 Jahren am Beginn des Neolithikums. Hier die erste Uhr. Wir haben also 0 Uhr und dann geht die Uhr erstmal einmal drumherum und wir haben dann schon 15.36 Uhr und da beginnt die Eisenzeit. In der Eisenzeit ist der Mensch zum ersten Mal in der Lage, mit Sensen oder Sicheln oder auch mit Äxten stärker in die Vegetation einzugreifen. Um 18 Uhr beginnt die Römerzeit. In dieser Periode haben wir eine Zweifelderwirtschaft, meistens Getreide und Brache. Wir haben um diese Zeit auch die allerfrühesten Mähwiesen, etwa vor 2000 Jahren. Dann haben wir 21.18 Uhr, etwa im 12. Jahrhundert beginnt in Mitteleuropa der Wiesenbau, der Wasserwiesenbau. Da werden also kleine Talgründe, schmale Talgründe, meistens in Süddeutschland, auch teilweise in Norddeutschland, die werden mit Kanalsystemen, wird da Rieselwasser drüber geleitet, um Nährstoffe einzuleiten und um zu bewässern. Aber das Ganze ist eben sehr schmal, in sehr schmalen Bachgründen begrenzt und insgesamt nur sehr kleinflächig. Dann kommt Sprung 23, 24. Am Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, da tritt ein starker Wandel ein. Um diese Zeit werden die ehemals großflächigen Almendweiden in Mitteleuropa aufgeteilt. Die Waldweide wird größtenteils beendet, Kleeanbau, Stallhaltung, der größte Teil der Tiere, vor allem der Rinder, der Weiderinder, die kommen in den Stall. Um 23.33 Uhr beginnt die Streuwiesenwirtschaft im Alpenvorland, im Alpengebiet und im Alpenvorland, etwa 1850. Die Streuwiesen gelten heute als die Kleinodien im Naturschutz, da sind viele Orchideen drauf und andere tolle Pflanzen. Und man sagt immer, das ist die traditionelle Nutzung dort. Tatsache ist, dass diese Nutzung erst etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen hat. Also noch nicht so alt. Um diese Zeit hat die Schafshaltung in Mitteleuropa auch einen Höhepunkt erreicht. Deutschland war damals Exportweltmeister. Und auch die Streuobstwiesen zum Beispiel, die heute sehr stark gehypt werden im Naturschutz, sind um diese Zeit zum großen Teil entstanden. Um 23.51 Uhr ist der Zweite Weltkrieg zu Ende. Da findet in der Landwirtschaft ein starker Intensivierungsschub statt. Es wird stärker mechanisiert. Der Mineraldünger wird ganz stark favorisiert. Und in diesem Zeitraum reichen die ersten Erinnerungen von uns Naturschützern, von uns selber oder von unseren Eltern. Um 23.37 Uhr beginnt die ganz intensive Landwirtschaft. Die ganz modernen Intensivwiesen und Intensivweiden entstehen da und zugleich auch entsteht der moderne Naturschutz, der dann verstärkt aufs Management setzt, also auf eigentliches Schutzmanagement. Das ist etwa im Zeitraum seit 1980, also 3 Minuten vor 12. Und wenn wir diese ganze Periode, diese 7.000 bis 8.000 Jahre mal jetzt auf den Balken auftragen, dann sieht das Ganze so aus, 8.000 Jahre Kulturlandschaftsgeschichte. Und das Allermeiste ist eben erstmal bis zum Beginn der Eisenzeit. Und ja, dann also hier die Römerzeit, die frühesten Wiesen hier um diese Zeit. Ganz am Ende, da passiert plötzlich sehr viel. Das Ende der großen Almendweiden, die ersten Streuwiesen, die Nachkriegszeit und dann die ganz massive Industrialisierung der Agrarwirtschaft.
Es ist aber so, wenn wir Naturschutz betreiben, dann berufen wir uns ja immer auf die Tradition. Wir wollen ja traditionell basierten Naturschutz machen. Es ist aber so, dass unsere Leitbilder im Natur- und Kulturlandschaftsschutz sich an diesem ganz engen Zeithorizont nur orientieren. Die erzählen, ja, wir müssen traditionelle Maat machen, wie es schon immer so war. Aber wir gucken immer nur auf diesen Zeitraum hier ganz am Ende. Und was wir völlig ausblenden, ist der ganz lange Zeitraum davor. Und man kann sagen, dass im Prinzip das 99% unserer Kulturlandschaftsgeschichte weitgehend von extensiver Rinder-, Pferde-, Schaf- und Schweineweide geprägt war. Und das könnte man als das mitteleuropäische Arkadien bezeichnen. Aber das lassen wir in unseren Betrachtungen heute im Landschaftsschutz und im Naturschutz völlig außer Acht. Aus dieser Zeit stammt aber das Erbe unserer Biodiversität. Zumindest das Erbe, was stärker auch kulturell geprägt ist. Und wenn wir diese 8000 Jahre zusammenstauchen und im Kontext des Pleistozäns sehen, also der letzten 2,6 Millionen Jahre, wo ein starker Wechsel von Kaltzeiten war und Warmzeiten. Und wir können im Prinzip dahinter noch weit ins Tertiär hineingehen, mindestens 20 Millionen Jahre. Da haben solche Tiere die Landschaft geprägt. Und kein Baum konnte wachsen, ohne von so einem Tier irgendwie bedrängt zu werden und oft auch einfach gefressen zu werden und niedergetreten zu werden. Das heißt also, dass alle unsere Graslandtiere und Graslandpflanzen über Jahrmillionen hinweg koexistiert haben mit diesen großen Tieren. Die großflächige Maat, die wir aber in Mitteleuropa betreiben, die gibt es erst seit 200 Jahren. Diese Maat umfasst aber neuerdings praktisch 100% unserer Offenlandfläche. Und wir müssen auch noch mit einbeziehen, dass es Nachmaat gibt, also auch Weiden. Die wenigen Weiden, die es gibt, die werden noch nachgemäht. Es wird geschleppt und es wird gewalzt. Und wir gehen mit unseren Maschinen über die Landschaft drüber. Und das, was früher war, dass nämlich die Landschaft von den Tieren gestaltet wurde, das ist überall weg. Man kann also sagen, dass 200 Jahre Maatgeschichte mindestens 20 Millionen Jahren Weidegeschichte gegenüberstehen. Also 100.000 Mal so lange war in Mitteleuropa Beweidung, als die Maat hier bestand. Ja, und auch diese Tiere gab es, der Moschusochse und mehrere Bisonarten, der Auerochse natürlich, den Wasserbüffel gab es bis vor möglicherweise nur 15.000, 20.000 Jahren, auch bei uns in Deutschland. Es gab das Nilpferd, den Riesenhirsch und. Und es gab auch Raubtiere, die von diesen Pflanzenfressern gelebt haben. Und natürlich stammt auch aus dieser Zeit das Erbe unserer Biodiversität. Ich würde mal sagen, das Naturerbe stammt aus dieser Zeit. Man kann also sagen, am Anfang war die Weide und alle unsere Mähwiesen sind ihr aus dem Fleisch geschnitten. Die Weide ist die Mutter der Mähwiese, des Waldes, des Gartens. Und unsere heutige Biodiversität ist auf der Weide entstanden. Beweidung ist der Schlüsselfaktor für unsere Biodiversität. Zumindest ein sehr wichtiger Schlüsselfaktor. Und wenn wir heute in Urlaub fahren, dann sind die Weidelandschaften der Alpen, der Estremadura, der Camargue, der Pusta in Ungarn, der Mongolei und auch von Afrika Balsam für die gestresste urbane Seele. Eben Arkadien, das ist ein Bild, das jeder von uns irgendwo im Hinterkopf hat. Das ist eine aufgelockerte Landschaft, wo große Bäume stehen, die Schatten spenden, wo irgendwo Wasser ist, also hier hinten ist Wasser und hier plätschert es auch. Und dann ist hier Offenland und dann steht hier natürlich auch eine Kuh rum. Und entspannte, glückliche Menschen. Und mit einer Weide meine ich eine solche Weide. Also wie eben schon in dem Gemälde gezeigt wurde, da sind Blüten ohne Ende. Ja? Da ist es gelb und blau und rot und dann sind hier Büsche, Gehölze der Landschaft. Es stehen auch kleine Büsche herum, es ist aufgelockert, eine halboffene Weidelandschaft und da steht eben diese glückliche Kuh und frisst diese Landschaft herbei. Und ich meine nicht diese Weide. Das ist hier eine moderne Naturschutzweide bei Jena, der Windknollen bei Jena. Es gibt das überall. Heute, das was heute passiert, auch im Naturschutz, ist, dass ziemlich große Herden von Schafen, die eben 10-mal so groß sind wie früher, die werden gekoppelt
Und diese Koppeln rotieren dann durch die ganzen Flächen hindurch. Und Sie sehen, hier ist nicht eine einzige Blüte drauf. Nicht eine einzige Blüte. Das Einzige, was hier noch wächst, ist Promus erectus, die aufrechte Trespe. Die scheint von den Schafen überhaupt nicht gerne gemocht zu werden. Bei den Rindern ist es offenbar anders. Und das ist natürlich dann nicht sehr förderlich für unsere Biodiversität. Ich möchte auf das Mengenverhältnis von Rind und Schaf eingehen. Bei uns bis zu Beginn der Industrialisierung. Sie haben hier Kopfzahlen von Weidetieren in Deutschland seit 1800 bis ins 20. Jahrhundert hinein. Hier haben wir das Schaf. Ich habe eben schon gesagt, dass das Schaf um die Mitte des 20. Jahrhunderts einen ganz starken Boom erfahren hat. Deutschland hat sehr viel Wolle exportiert damals. Das Rind kommt gleich danach, deutlich geringer. Dann haben wir noch das Schwein und hier um die Ziege. Wenn wir das Ganze aber umrechnen in Biomasse-Äquivalente, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Dann ist es so, dass das Rind ganz oben ist. Das Rind ist hier von der Biomasse her ganz eindeutig das bestimmte Weidetier. Das Problem ist nur, dass es im Prinzip in dieser Periode quasi komplett eingestellt wurde in ganz Mitteleuropa. Das Schaf also dann deutlich seltener, wenn es um die Biomasse geht. Der Impact des Rindes kann man dann dadurch aber ableiten, auf die Landschaft ist rund 10 bis 20 Mal so groß wie der des Schafes. Und das sind hier zum Beispiel Haustierknochenfunde aus kaiserzeitlichen Fundplätzen von Thüringen, also um die Römerzeit herum. Da ist schwarz dargestellt das Rind, weiß das Schwein und dann hier in hellgrau Schaf und Ziege zusammen. Die kann man von den Knochen ja gar nicht trennen. Dann kommt das Pferd und dann der Hund. Also Sie sehen hier in verschiedenen Fundstätten durch das ganze Thüringer Becken hindurch dominiert auch hier das Rind und das Schaf spielt nur eine kleine Rolle. Und hier ist zum Beispiel ein Foto, das stammt aus den ersten Auflagen vom Ellenberg. Das zeigt die Ochsenburg im Kyffhäuser, die Ochsenburg im Landkreis, im Kyffhäuserkreis, unweit von Bad Frankenhausen. Wenn Sie dort jemanden fragen, wenn Sie dort einen Landschaftspfleger fragen oder einen Naturfreund, was da hier die ursprünglichen Weidetiere wären, dann sagt jeder natürlich das Schaf. Die Schafe waren hier schon immer. Ja? Hier sehen Sie ein Bild, wo diese ganz typischen Rindergangeln drauf sind. Die sind so parallel, hangparallel. Das machen nur die Rinder, die Schafe machen was ganz anderes. Also, und der Hügel heißt schon Ochsenburg, ja. Aber trotzdem behaupten die Leute dort, das Schaf wäre das traditionelle Weidetier. Und auch hier auf dem Plateau des Eichenberges bei Karlmünster, in der Nähe von Regensburg, da gibt es ein historisch altes Foto von 1919. Da ist der Dorfhirte noch rausgegangen mit der Rinderherde und hat oben auf den Xerothermflächen, auf den Trockenflächen dieses Eichenberges seine Rinderweide stehen gehabt. Und Sie finden unendlich viele solcher Beispiele in der Literatur. Überall da, wo die Leute in die Tiefe der Quellen gehen, in die Archive, finden sie heraus, dass das Rind die mit Abstand entscheidendste Rolle gespielt hat, wenn es um die Landschaftspflege ging. Die damals natürlich noch keine Landschaftspflege war, sondern einfach das pure Überleben. Jetzt gucken wir uns mal eine mittelalterliche und frühneuzeitliche Gemarkung an. Und daran will ich dann erzählen, was sich besonders in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gewandelt hat. Sie sehen hier also eine solche ideale Gemarkung, in der Mitte das Dorf. Dann sehen Sie hier drei Zelgen. Es gab damals die Dreifelderwirtschaft. Sommergetreide, Wintergetreide und die Brache. Und dann gab es zumeist dorfnah auch eine Wiese. Und diese Wiese wurde vor allen Dingen für den Futterbau verwendet. Und dann war drumherum Weide und drumherum war Wald. Oder anders, etwas falsch gesagt, die Offenlandweide war drumherum und drumherum war eben die Waldweide. Und die Hirten, die gingen mit ihrem Vieh durch diese ganze Gemarkung durch. Das Einzige, wo sie nicht hingegangen sind, das war das Dorf selber. Die Brachzelge wurde nachbeweidet. Die Wiesen wurden vorbeweidet und nachbeweidet. Das heißt, sie wurden auch die Wiesen wurden damals schon enorm vom Tritt und vom Dung der Weidetiere gestaltet. Und natürlich sind die Weidetiere in den Wald gegangen. Diese Trennlinie, die hier so angedeutet ist, die gab es früher nicht. Eine Trennlinie, wie wir sie heute haben, zwischen Wald und Offenflur, die gab es, die ist historisch sehr jung. Mit Ausnahme von herrschaftlichen Wäldern, die es damals gab, die vorwiegend für Jagdzwecke genutzt wurden. Aber die allermeisten Gemeindeflächen bei uns, die hatten keine strenge Grenze zwischen Wald und Offenland. Ja, was ist dann passiert in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Es gab einmal, wir sind also quasi mittendrin im Zeitalter der Aufklärung.
Bevölkerungswachstum findet statt, ein enormes Bevölkerungswachstum, was natürlich einen Druck auf die Landschaft verursacht. Ja, diese ursprüngliche Dreifelderwirtschaft wird verändert, zum ersten durch die Einführung des Futterbaues. Also man kommt drauf, dass mit dem Anbau von Leguminosen, von Kleearten als Zwischenfrucht, dass man da zum ersten Mal eigentlich Stickstoff ins landwirtschaftliche System von außen bringen kann. Davor war man nicht in der Lage, Stickstoff ins System zu bringen. Man konnte zwar im Wald Streu rechen und konnte Heide placken und konnte innerhalb der Gemarkung Stickstoff umlagern, aber man konnte nicht Stickstoff völlig aus der Luft hinzugewinnen für dieses System. Man hat dann auch angefangen, das Vieh stärker einzustallen. Dadurch konnte man den Dünger konzentrieren. Man hatte den Dünger im Stall und konnte ihn dann gezielt auf die Äcke ausbringen. Auch das war eine enorme Neuerung damals. Dann wurden die ehemals großflächigen und grenzenlosen Almendweiden aufgeteilt, eingehegt, sagt man, verkoppelt. Sie wurden aufgeteilt, an einzelne Bauern vergeben. Und dadurch war die landschaftliche Dynamik des umherziehenden Viehs einfach gestoppt. Und in diesem Zuge wurde die vormals großflächige Beweidung durch die Maat ersetzt. Die Waldweide fand ihr Ende damals. Wie schon gesagt, Deutschland wurde Exportweltmeister für Schafwolle. Also das Rind ist verschwunden, das Schaf ist draußen geblieben und hat seine Kopfzahl sogar noch erhöht. Das ist aber das, was wir heute abspeichern. Wir denken ja immer, dass das Schaf das bedeutende Weidetier war. Das ist auch diesem Umstand geschuldet, dass das Schaf eben nochmal so einen Höhepunkt erfuhr im 19. Jahrhundert. Und natürlich gab es große Entwässerungsmaßnahmen, Grünlandumbruch, da will ich jetzt aber nicht darauf eingehen, das wäre ein eigener Vortrag. Ja, was machte die alte Landschaft bei uns artenreich? Dung, das allererste. Ja. Sie sehen hier auf dem linken Bild, da sitzen also ganz viele Bläulinge drauf, auf dem rechten Bild, da sitzen, ich glaube, die Dungfliege, ist das Scatophaga, müsste die heißen. Allein auf dem rechten Bild kann man zeigen, wie ein kleiner Kuhfladen schon ein vierstufiges Kleinsystem darstellen kann. Also diese Fliege, die ernährt sich ihrerseits schon räuberisch von Insektenlarven, die in dem Dung leben. Und wenn da noch ein Star kommt, ja, dann haben sie vier trophische Ebenen. Dann haben sie den Dung, die dungfressenden Insektenlarven, diese räuberische Fliege und drüber den Star. Und dieser Dung, der fehlt eben jetzt bei uns. Man kann also grob hochrechnen, eine Kuh produziert im Monat etwa eine Tonne Dung, und wenn man das runterrechnet, da kann man sich, das müsste noch genauer untersucht werden, aber ganz grob gerechnet kann das durchaus 20 Kilo Insekten ergeben, die wiederum 10 Kilo Vögel ergeben. Von einer einzigen Kuh im Monat. Diese 10 Kilo Vogelbiomasse, das könnte eine Trappe sein, drei Störche, 300 Feldleichen, 125 Stare, 200 Grasfrösche und vieles mehr. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt jede Kuh das eins zu eins tun würde. Aber es kann eben so sein. Und diese Biomasse, die entsteht auf diesem Dung, die ist einfach da und sie kann in solche Berechnungen eingehen. Und ich bin vor einer Weile mal auf ein Review gestoßen, da hat einfach ein Amerikaner mal zusammengefasst, in welchen Vogelmägen bisher Dungkäfer gefunden worden sind. Nur die Dungkäfer, nicht die Dungfliegen, die ja vielleicht sogar noch viel artenreicher und biomassereicher sind, aber die man eben nicht so leicht in den Mägen finden kann und auch nicht so leicht identifizieren kann. Da sind also unglaublich viele Arten dabei, also bestimmt die Hälfte unserer mitteleuropäischen Vögel. Da ist der Habicht, da ist der Streiadler, der Baumfalke, die Schleiereule, also viele Arten auch, von denen man das gar nicht erwarten würde. Da ist das Haselhuhn dabei, das Birkhuhn, das Auerhuhn habe ich hier nicht aufgeführt, zählt aber auch dazu. Der Kranich, die Großtrappe, die Waldschnepfe, der Wiedehopf, der Bienenfresser, Blaurake, Ziegenmelker, man könnte hier endlos also weitergehen. Alle Würger, von denen ja schon zwei Arten bei uns in Deutschland ausgestorben sind, der Schwarzstirnwürger und der Rotkopfwürger, sind auch Vögel, die eben gern diese Dungkäfer fressen. Und wie gesagt, die Dungfliegen sind hier noch gar nicht mitgerechnet. Das ist jetzt der Kuhfladen des dritten Jahrtausends. Den habe ich fotografiert auf der Schwäbischen Alb. Ich habe drauf gestanden mit Profilschuhen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also dieser Kuhfladen ist steinhart. Das zeigt einfach beispielhaft,
was heute passiert auf der Weide. Die meisten Weidetiere bekommen Antiparasitenmittel, Ivermectine, das ist ein sehr bekannter Wirkstoff. Und diese Antiparasitenmittel sorgen dafür, dass diese Dumpfladen einfach zu Sondermüll werden. Sie sind nicht mehr integrierbar ins System und sie verhärten. Manchmal müssen die Landwirte im Herbst einen extra Bearbeitungsgang mit dem Traktor fahren, um diese verhärteten Kuhfladen zu zerkleinern, damit die überhaupt wieder in den Boden irgendwie, wie auch immer, eingearbeitet werden. Und die Biodiversität ist hier natürlich, die gibt es hier natürlich nicht. Das ist hier zum Beispiel so ein Triftweg in Rumänien, habe ich den fotografiert. Der ist mehrere Meter eingetieft in die Landschaft und Sie können sich vorstellen, dass hier am Rand Unmengen von Bienen und von Grabwespen und so weiter, von Sandlaufkäfern und so weiter leben. Das würde einem heutigen Landschaftsschützer natürlich aufstoßen, dieses Bild, weil das natürlich Erosion ist und das ist ganz schlecht. Landschaftlich, landschaftsästhetisch ist das durchaus etwas Beeindruckendes und ich kann jedem empfehlen, mal nach Rumänien zu fahren und sich solche Landschaften anzuschauen. Es brummt da jedenfalls vor Bienen und Insekten und allem Möglichen. Oder hier sieht man, auch in Rumänien fotografiert, zum Beispiel auf einer Wasserbüffelweide zwei Segelfalter, die hier turteln. Oder hier hat mein Sohn am Rande einer Weide in Kroatien eine Rotbachunke rausgeholt. Ich dachte bis dahin immer, dass der liebe Gott erst den Panzer erschaffen hätte und so um die Menschen zu ärgern und um dann so ein bisschen abzuwiegeln oder um wieder was Netteres zu machen, hätte er die Unken erschaffen, damit die in den Panzerspuren brüten können. Und dieser Glaube wurde quasi in Rumänien dann eines Besseren belehrt. Also man sieht hier die Trittspuren hier vom Wasserbüffel und hier von einem ganz normalen Rind. Diese Trittspuren sind manchmal so tief und da sitzen dann eben die Unken drin und können da auch drin ihren Laich ablegen. Das sind hier Weidetümpel. Diese Tümpel auf einer Weide, die wachsen nicht zu, die verlanden nicht. Die brauchen nicht den Naturschützer, der sie immer wieder frei hält. Hier auf dem rechten Bild sieht man das sehr schön. Die Ufer sind frei, da wachsen also keine Büsche und auch kein Schilf. Im Inneren wächst aber auch durchaus Schilf oder auch Wasservegetation. Und solche Gewässer sind die idealen Amphibienbrutplätze. Die Tiere können ihre Laichschnüre um die Wasservegetation wickeln und am Anfang wächst ihnen nicht das Schilf entgegen und auch nicht die Gehölze. Oder hier solche Flussufer, das ist hier auf einer wilden Weide in Westfalen fotografiert. Sie sehen, dass hier solche vegetationsarmen Uferbereiche entstehen, wo auch Sandlaufkäfer, Bienen und so weiter brüten können. Oder hier solche Weidepfade, das ist am Rande einer Waldweide in Westfalen. Auf diesen Weidepfaden, da wandern dort in diesem Gebiet, da wandern die Schlingnatter, die Zauneidechse, die Feldgrille, wandern in den Wald ein, in den beweideten Wald. Also das können wir uns gar nicht vorstellen, dass diese an sich wärmeliebenden Tierarten in den Wald gehen. Dort ist es so. Totholz macht die Landschaft natürlich artenreich. Das ist hier eine Schweineweide in Kroatien. Sie sehen hier diese Brutgänge vom Eichenheldbock. Und Sie können sich vorstellen, dass da auch eine Menge andere Totholz besiedelnde Tiere drin leben. Oder hier solche Wühlstellen, Sandsuhlen. Auf einer Weide in Brandenburg, auch da gibt es wärmeliebende Insekten. Oder hier etwas, was man hierzulande gar nicht mehr kennt, das sind Latrinen von Weidetieren. Besonders Nashörner, aber auch Pferde legen an ihren Reviergrenzen Latrinen an. Die machen also alle auf einen Haufen und da können zum Beispiel Schlangen drin brüten. Also Schlangen legen ihre Eier in solche Latrinen, in solche Dunghaufen. Das gibt es bei uns natürlich auch nicht mehr in der Landschaft. Die Disteln. Es gibt bei uns noch Disteln, aber das ist vorwiegend noch die Ackerkratzdistel, die als Problemunkraut im Getreide wächst. Das hier sind richtige Disteln, die auch Biodiversität machen. Beide in die rechte in Rumänien fotografiert, die linke in der Steiermark. Das sind mehrjährige Disteln. An Disteln leben unendlich viele Insekten. Da leben Schmetterlinge, da leben die verschiedensten Käfergruppen und Käferarten dran, da leben Zikaden dran. Bienenparadiese sind das und diese Disteln gibt es bei uns heute in der Landschaft nicht mehr. Solche Distelungetüme, die werden einfach weggemäht und dann kommen sie nicht mehr wieder. Dornsträucher. Auf dem linken Foto. In diesen Dornsträuchern, da trägt auch der Eichelherr seine Eicheln rein und da können sich dann Eichen regenerieren. Oder auf dem rechten Bild, aromatisch duftende Weideunkräuter. Besonders Lippenblütler sind hier zu nennen, aber auch andere. Diese aromatischen
Stoffe sind unter anderem ätherische Öle und diese rechts dargestellte Lipolei-Minze, die riecht also sehr intensiv, ist ein sehr bedeutendes Weideunkraut in Südeuropa. In Deutschland steht sie auf der roten Liste 2 oder 3, soweit ich weiß. Und wenn man auf der offiziellen Webseite vom Bundesamt für Naturschutz nachschaut, FloraWeb, über die Gefährdungsursachen dieser Pflanze, dann steht da Verfüllung von Gräben oder Beseitigung von Randstrukturen. Da stehen 10 Gefährdungsursachen für diese Art, aber es steht nicht Verschwinden von Weidetieren drin. Also wir haben bei der Einschätzung der Gefährdungsursachen unserer Biodiversität die Beweidung komplett ausgeblendet, weil wir sie nicht mehr kennen oder weil wir sie eben nur noch als destruktive Beweidung kennen, so wie wir sie heute überall antreffen. Ja, Weideunkräuter ganz generell, auch andere Pflanzen sind Weideunkräuter, zum Beispiel dieser Enzian hier links, auch die Orchideen sind Weideunkräuter oder rechts unten der Dipdamm. Keine Pflanze würde so auffällige Blüten produzieren, wenn sie für die Weidetiere anlockend wären. Also auf einer normalen Weide, wo normale Dichten stehen, und das ist häufig auch eben auf Rinderweiden so, dass da diese Pflanzen blühen können. Die blühen und sie werden nicht abgebissen. Und es macht ja auch Sinn, dass eine Pflanze, die so auffällig blüht, dass die dem Pflanzenfresser keinen Grund bietet, da reinzubeißen, weil sie möchte ja blühen und fruchten oder Geilstellen. Viele wissen das vielleicht gar nicht mehr, was eine Geilstelle ist. Eine Geilstelle ist eine Stelle, wo eine Kuh einen Haufen hat fallen lassen und wo dann erstmal längere Zeit nicht gefressen wird von der Kuh. Und da wachsen dann eben solche Strukturen, bilden sich da aus. Da sind Dornsträucher und eben eine ganze Menge von Blütenpflanzen, die im Schutz dieser Geilstelle wachsen können, blühen können, fruchten können. Und da sind dann eine Menge Tiere drin, eine Menge Insekten sind da drin. Und jede dieser Geilstellen ist ein Unikat. Jede sieht anders aus. Ist also ein Genuss, auf einer extensiven Weide solche Geilstellen sich anzugucken und zu studieren, was da alles drin wächst und blüht und krabbelt. Horstgräser. Ganz oben links der Schafschwingel, drunter glaube ich die braune Säcke, Carex nigra. Rechts oben Schlehen, Krüppelschlehen, also stark befressene Schlehen, wo zum Beispiel der Segelfalter dran brütet. In diesen horstigen Gräsern leben unter anderem ganz viele Zikaden, ganz viele Wanzen und auch viele andere Insekten. Oder die Hutebäume, die Huteeichen hier als Beispiel. Die gab es auch in der alten Landschaft und sie wachsen heute nicht mehr nach. Wir nageln ein Schild dran, Naturdenkmal, aber in 100, 200 Jahren werden diese Eichen alle auseinanderbrechen und sie werden in unserer Landschaft verloren sein. Also, die gute Weide wächst in die dritte Dimension. Biodiversität gibt es in unserer Landschaft vor allen Dingen da, wo es die dritte Dimension gibt. Das heißt eben also, solche Bäume, solche Büsche, solche Strukturen, Geilstellen, Disteln und so weiter. Und wenn wir das alles mähen, dann sieht es so aus. Also ich sagte, wir mähen unsere Landschaft seit etwa 200 Jahren und damit entfernen wir diese ganzen dreidimensionalen Strukturen und es sieht alles ganz platt aus. Ich nenne das mal die Enthauptung der Weide. Es ist aber mehr als eine Enthauptung. Ich entziehe der Weide auch die unterirdischen Ressourcen, denn da, wo vorher Wurzeln reingingen von Bäumen, von Sträuchern und so weiter, da tritt auch eine starke Homogenisierung der unterirdischen Seite ein. Und so sieht eine solche enthauptete Weide aus. Ironischerweise ist das sogar in einem deutschen Nationalpark, nämlich in der Eifel. Dort gibt es etwa 1000 Hektar Offenlandfläche und die werden zwar von Schafen beweidet, von großen Herden, und dann werden sie auch noch nachgemäht. Und so sieht das dann aus. Und unter einer Biodiversität stelle ich mir was ganz anderes vor. Oder so sieht es in vielen Gegenden im deutschen Voralpenland aus. Dieser gelbe Strich, das sind 500 Hektar im Alpenvorland. Man kann sich gut vorstellen, dass da kaum irgendwas an Insekten lebt und auch an Blumen, Pflanzen ist da kaum irgendwas Besonderes. Und auf diese Weise, durch die Maat und auch andererseits durch das Verschwinden der Waldweide, wird unsere Landschaft immer mehr entsaumt. Also diese höherwüchsigen Strukturen, die es früher überall gab, die verschwinden heute. Die werden heute zurückgedrängt auf diese Randstrukturen, die dann ja, im Prinzip einen Meter breit sind und keinerlei Biodiversität mehr halten können. Oder so sieht es aus. Das könnte ein x-beliebiges Foto von hier aus der Umgebung sein. Wenn es ganz hoch kommt, sieht es mal so aus. Da wächst noch ein Schlehensaum und ein paar Blütenpflanzen, aber auch da
wird unsere Biodiversität nicht gerettet. Was ist überhaupt ein Saum? Das ist hier ein Saum, ein Foto aus dem Kaiserstuhl, ein beweideter Magerrasen, wo dann so kleine Bäumchen drin sind, kleine Büschchen, eine Menge Hochstauden, viele junge Eichen. Da kann also Biodiversität leben. Was machte die alte Landschaft noch artenreich? Einfach, wie schon angedeutet, das Fehlen von Maat. Das hier ist ein Review von Kollegen aus Bern, Jean-Yves Humbert. Der hat zusammengestellt, quer durch alle Tiergruppen, die genauer bisher untersucht worden sind, hat er zusammengestellt die Mortalitätsraten nach einem Maatschnitt. Und da kam er zum Schluss, dass von den Amphibien über Grashüpfer, also Heuschrecken, Wanzen, Zikaden, Bienen, Wildbienen, Honigbienen und so weiter, dass wir Mortalitätsraten haben von 5 bis 80% für jeden einzelnen Schnitt. Also jedes Mal, wenn ich eine Wiese mähe, sterben quer durch alle Tiergruppen oder durch die fast alle Tiergruppen wahrscheinlich 5 bis 80% der Individuen. Und man kann sich leicht ausrechnen, wenn eine solche Wiese dann über 10 Jahre gemäht ist, dann ist einfach nichts mehr da. Wir können das heute auch nicht messen und wir merken es gar nicht mehr, was wir verloren haben, weil wir ja die ursprünglichen Wiesen gar nicht mehr kennen. Und dazu will ich mal beispielhaft ein kleines Exzerpt vorlesen, das ein Brandenburger Naturfreund in den 30er Jahren mal niedergeschrieben hat in einem Buch, das auch keiner kennt, 15 Jahre Waldläufer. Und da schreibt er, ich lese es mal vor, das ist hier in Fraktur geschrieben, weite Wiesen, ehemals die froschreichsten in hiesiger Gegend in der Mark Brandenburg, sind seit Benutzung von Mähmaschinen einfach ohne Frösche. In den ersten Jahren ihrer Einführung war das Mähen mit Maschinen wegen der Menge der in die Messer geratenen Frösche oft sehr schwer. Alle 20 Meter fast mussten die verstümmelten und zerquetschten Frösche daraus entfernt werden. Ein furchtbarer Anblick für den Naturfreund. Heute passiert das kaum mehr, eben weil keine Frösche mehr da sind. Heute war also 1934. Ja. An diese Zeit kann sich keiner mehr von uns erinnern. Wir glauben uns noch zu erinnern, in unserer Jugend gab's, da hat der Frosch, der Weißstorch Frösche gefressen. Ja. Das ist heute nicht mehr. Die Weißstörche bei uns fressen Mäuse. Die Frösche sind aus dem gemähten Grasland praktisch verschwunden. Es gibt keine Frösche mehr in Wiesen. Und wenn tatsächlich mal ein Frosch reingeht, dann hat er keine großen Überlebenschancen. Und was waren das für Geräte, mit denen dieses Drama damals stattgefunden hat? So sahen die aus. Ein Pferde- oder Ochsengetriebener kleiner Wagen, wo rechts dann ein solcher Mähbalken, so ein auslegbarer Mähbalken dran hing. Und wenn wir heute einen Landwirt sehen würden mit so einem Ding, wir würden dem sofort die Füße küssen. Er würde sagen, was machst du hier für eine tolle traditionelle Landwirtschaft? Aber hat eben schon damals, hat der Landwirt eben damit unsere Frösche ausgerottet im Grasland. Was machte die alte Landschaft noch artenreich? Weiderasen. Also was ein Weiderasen ist, darunter können sich die meisten von uns kaum was vorstellen, außer was ganz Abgefressenes. Das ist hier ein Weiderasen in Rumänien, auf einer rumänischen Rinderweide, auf einer Almendweide. Sie sehen hier bestimmt 10 verschiedene Blüten drin, mit verschiedenen Farben und verschiedenen Formen. Wenn man genau hinguckt, sind da irgendwo auch ein paar Orchideen, sind da besondere Sorgenkinder bei uns im Naturschutz. Das Brandknabenkraut wächst hier zum Beispiel drin, Orchis ustulata. Auch das wird von den Rindern nicht gefressen und gefördert. Oder hier, das ist ein Foto, was vielleicht nur 50 Meter entfernt gemacht wurde. Es sieht völlig anders aus. Ja? Das heißt, auf einer größeren Skala, auf einer größeren räumlichen Skala, ist dort eine enorme Biodiversität zusätzlich zur schon kleinräumig vorhandenen Biodiversität. Oder hier noch ein bisschen entfernt, da sieht das Ganze noch mal ein bisschen anders aus. Also je nachdem, wie die Lage ist, wie die Exposition eines Landschaftsausschnittes ist oder eines Graslandausschnittes, wachsen da unter dem Weideeinfluss ganz verschiedene und ganz andere Pflanzen als ein paar Meter daneben. Und wenn Sie sich dann einen solchen Triftweg daneben vorstellen, dann können Sie sich vorstellen, dass die Bienen, die auf diesen Weiderasen ganz viel Futter finden, dass sie da auch brüten können. Und wir haben beides nicht mehr bei uns. Wir haben keine Weiderasen mehr, wir haben auch die Brutplätze für die Bienen nicht mehr. Sowas finden Sie auch eher in Rumänien. Das ist jetzt kein Weiderasen und ist auch keine Wiese. Ich musste eine Weile überlegen, was das ist. Es ist schlichtweg eine Brache, eine Ackerbrache, wo die Rinder hinterher drauf geweidet haben. Und vielleicht war diese Brache mal zweijährig, sodass da alles auch blühen konnte. Sie sehen hier eine Pflanzengesellschaft, die es so nicht gibt.
Auf jeden Fall haben die Rinder da aus der umgebenden Weide ganz viele Pflanzensamen mit eingebracht, haben die Brache kahl gefressen und haben ihre eigenen Pflanzensamen mitgebracht. Und da wächst also ein solches chaotisches Blumenbeet. Und da ist also ein weiterer Punkt, der noch ganz wichtig ist, die Zoochorie, also die Ausbreitung von Pflanzen und auch von Tieren durch Weidetiere oder durch andere Tiere generell. Und Sie können sich vorstellen, dass in dem Fell und im Darm und auch zwischen den Klauen von Rindern, auch von Schafen, dass da ganz viele Pflanzensamen umhergetragen werden. Und dieses Phänomen nennt man Zoochorie. Und das haben wir heute aber nicht. Wir haben heute eher im Nationalpark Eifel zum Beispiel, haben wir eher eine Traktorochorie. Dieser Begriff müsste tatsächlich erfunden werden. Ich weiß nicht, ob es ihn schon gibt. An den Maschinen werden natürlich auch ganz viele Pflanzensamen transportiert, aber die werden dann nicht so wie bei den Rindern dann sehr divers in die Landschaft hineingebracht, sondern sie werden gleichmäßig verteilt, sodass ein ganz einförmiger, großer, homogener Rasen entsteht. Und wenn man das Ganze pflanzensoziologisch bezeichnen würde, könnte man das so benennen. Das, was ich eben hatte, könnte man als zusammengeschissen Etum bezeichnen. Sie wissen ja, dass die Pflanzengesellschaften alle mit Etum am Ende enden. Und das hier wäre eben ein modernes Arenateretum, eine Glatthaferwiese oder eine moderne Wiese eben. Ja, jetzt sage ich tatsächlich auch mal was über die Zikaden. Das ist hier so ein Ausschnitt aus der mitteleuropäischen Zikadenfauna, die von meinem Kollegen Gernot Kunz fotografiert worden sind. Schön bunt, alle sehr klein, leider nur so 3 bis 5 mm groß, sonst könnte ich damit vielleicht mehr hausieren gehen, aber de facto interessieren sich die meisten Menschen nicht besonders für Zikaden. Sie sind aber hervorragende Bioindikatoren. Man kann sagen, dass sie in fast allen Landlebensräumen vorkommen, überall da, wo grüne Pflanzen wachsen, da kommen auch Zikaden vor. Man könnte also regelrecht von einer Zikadosphäre sprechen. Die Dichten sind bis über 5000 Tiere pro Quadratmeter. Das Spannende ist, dass die Zikaden sehr stark Wirtspflanzen und auch standortspezifisch sind. Ihre Artenzahl ist andererseits aber noch einigermaßen überschaubar, 650 Arten in Deutschland. Sie haben aber eine durchaus bedeutende Rolle im Ökosystem und das Spannende ist, man kann sie standardisiert erfassen mit einem Motorsauger. Da sage ich gleich was zu. Und über diese erhebbaren Zahlen kann man also präzise und statistisch absicherbare Vergleiche anstellen zwischen verschiedenen Flächen. Sie sehen mich hier in Aktion mit so einem Motorsauger. Im Prinzip ist das nichts weiter als ein umgebauter Laubbläser, wo dann hier vorne so ein Beutel eingehängt wird, mit dem man dann die Tiere aus dem Grasland raussaugt. Und sie gehen also schräg durch die Wiese durch, machen dann einen Diagonaltransekt zum Beispiel und haben dann so eine repräsentative Mischprobe aus der gesamten Fläche. Und so sehen Zikaden im Kescher aus. Sie sehen hier diese Punkte hier, diese Hunderte und Tausende von Punkten, das sind alles Zikaden. Und man nimmt die dann so auf im Exhaustor hier drin und so sieht das dann aus, wenn ich die also aufnehme. Ja, jetzt kommt ein erstes Fallbeispiel. Ich hatte vor einigen Jahren das große Glück, eine wirklich historisch alte Weide im Vorland des Thüringer Waldes zu untersuchen. Und da habe ich die irrsinnig hohe Zahl von 208 Arten auf 6 Hektar Fläche gefunden. Das entspricht etwa einem Drittel der gesamtdeutschen Zikadenfauna. Und gut, das ist jetzt als Beispiel nur n gleich 1. Ich habe aber im Vergleich dazu seit mehreren Jahrzehnten untersuche ich Wiesenbrüterwiesen und Stromtalwiesen, wo also für den Vogelschutz und für den Pflanzenschutz ein besonderes Naturschutz-MAAT-Regime eingerichtet wird. Solche Flächen untersuche ich seit vielen Jahren und der Durchschnitt dieser Flächen an Zikadenarten ist etwa 10 bis 15 Arten pro Fläche. Ja. Das heißt also, hier steckt die öffentliche Hand viel Geld rein, um solche Flächen zu pflegen, aber im Vergleich zu einer historisch alten Weide wird hier die Zikadenartenzahl um eine ganze Größenordnung verringert durch die Naturschutzmähwiesen. Und man kann sagen, das gilt eigentlich für die meisten Standardwiesen, die wir hier so haben. Die moderneren Intensivwiesen, da sind noch weniger Arten drauf, da sind möglicherweise als reproduzierende Arten überhaupt keine mehr drauf.
Aber das hier gilt zum Beispiel auch für das Kerstingröder Feld hier vor den Toren Göttingens, für den Polder von Salz der Helden und für andere relativ hochwertige Naturschutzgebiete, die wir haben und wo wir viel Geld reinstecken, um sie zu managen. Jetzt höre ich manchmal Sie mit Ihren Zikaden, das interessiert doch gar nicht und wofür sind die überhaupt gut? Dann sage ich immer, meine Zikaden, die sind Vogelfutter und sie sind vieles andere. Sie spielen schon eine Rolle im System und sie stehen natürlich auch stellvertretend für viele andere Insekten. Und ich habe hier mal aufgezeichnet, die Zikaden im Ökosystem hier in der Mitte dargestellt. Dann sind hier natürlich wirbellose Räuber, also Spinnen, Laufkäfer, räuberische Wanzen. Dann sind hier Parasitoide, also verschiedene Wespenarten, die zum Beispiel von Zikaden leben. Und natürlich ganz drüber die Vögel, die Fledermäuse, die Reptilien, die Amphibien, die Sorgenkinder, die wir heute haben im Naturschutz. Und naja, also das sind komplexe Beziehungen, die es hier gibt. Unter anderem auch, weil für die Zikaden sehr spannend sind. Sie produzieren ja große Mengen von Honigtau. Und im Gegensatz zu den Blattläusen, die ja als Kolonien meistens vorkommen, sind die Zikaden Honigtauproduzenten, die ganz diffus verteilt sind. Trotzdem sind die Honigtaumengen aber wohl recht groß und sie werden vermutlich von Ameisen gefressen, von Bakterien, von verschiedenen anderen Organismen und sind möglicherweise eine sehr konstante Nahrungsbasis für durchaus viele Organismen. Zikaden können auch Pflanzen, können auch Krankheitserreger für Pflanzen verbreiten. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Und ja, wenn wir jetzt unser Ökosystem mähen, dann passiert Folgendes. Ich schrumpfe dieses ganze Ökosystem auf eine ganz geringe Größe runter. Ich schrumpfe das ganze Ökosystem. Und auch wenn es wieder nachwächst, der Flaschenhalseffekt, der eintritt, direkt nach der Maat, wenn dann vielleicht auch 2-3 Wochen im Sommer die Sonne drauf scheint, der reicht aus, um die ganzen trophischen Ebenen oberhalb der Vegetation so in Mitleidenschaft zu ziehen und so zu reduzieren, dass am Ende einfach das ganze System verarmt. Jetzt machen wir einen Exkurs zu den Vögeln. Wir sind von den Zikaden jetzt schon weg. Die großen Verlierer der Wiese. Ich dekliniere sie hier mal durch. Von links nach rechts die Zwergtrappe, die Großtrappe, der Schlangenadler, der Steinkauz, der Rotkopfwürger, die Blauracke, der Triel, der Schwarzstirnwürger, Brachpieper, Kampfläufer, Steinschmätzer, Wiedehopf, Gänsegeier, Steinsperling, Schreiadler und Wiesenweih. Das sind alles Arten, die sind im 19. Jahrhundert, zum Teil auch im 20. Jahrhundert bei uns ausgestorben oder fast ausgestorben, weil sie einfach auf Wiesen nicht leben können, weil es Weidevögel sind. Und wer sind die Nächsten in dieser Reihe? Das sind die sogenannten Wiesenbrüter. Kiebitz, Rotschenkel, Braunkehlchen, Bekassine, Brachvogel, Uferschnepfe, Grauammer und Wachtelkönig. Diese Arten nehmen alle in Mitteleuropa ganz stark ab und es ist zu bezweifeln, dass diese 8 Arten in den nächsten 10, 20 Jahren noch bei uns vorkommen werden. Zumindest wenn man sie nicht ganz massiv stützt und man hat jetzt angefangen, die Brachvogelnester zum Beispiel einzuzäunen, ja, damit der Fuchs da nicht hingeht. Es ist aber so, dass etliche von diesen Vögeln normalerweise lieber in diesen Bulgstrukturen brüten würden, die ich vorhin gezeigt habe. Ja, diese Binsenhorste und Seckenhorste und so weiter. Und da würden sie vom Fuchs auch nicht so leicht gefunden werden. Aber heute in diesen flachen Wiesen finden die Räuber eben auch leichter Zugang, finden diese Nester schneller und sie werden stärker gefressen. Aber warum heißen diese Vögel jetzt Wiesenbrüter? Ich behaupte einfach, dass diese Wiesenbrüter überhaupt keine Mähwiesen brauchen, sondern sie brauchen auf den Mähwiesen nur länger, bis sie von uns Naturschützern mit unserem Management dort ausgerottet sind. Dazu muss man auch sagen, dass der Begriff Wiesenbrüter erst in den 1980er Jahren entstanden ist und geprägt wurde. Im Spanischen gibt es den zum Beispiel nicht. Da heißen diese Vögel immer noch Aves de Pasticiales, also Weidevögel, und ebenso im Niederländischen. Also da kann man sehen, dass die Sprache auch das Denken bestimmt. Wir haben sie Wiesenbrüter getauft, diese Vögel, und wir glauben jetzt, dass wir sie nur durch Wiesenmaat schützen können. Es ist aber nicht so. Sie nehmen alle ab, sie verschwinden uns, sie zerrinnen uns zwischen den Fingern. Ja, was kommt als Nächstes? Rebhuhn, Stieglitz, Bluthänfling, Girlitz, Haus- und Feldsperling sind alles Arten, die auf der roten Liste jetzt auch schon stehen oder auf der Vorwarnliste. Wegen der Maat, die in immer häufigeren Abständen stattfindet, können die Kräuter nicht mehr fruchten. Sie können kaum noch blühen, aber sie können eben auch nicht mehr fruchten. Und dann haben wir natürlich auch einfach ganz viel
viel weniger Samen in der Landschaft, die von diesen Vögeln gefressen werden können. Und von dem gemähten Grasland gehen kaum noch Insekten in die Luft. Also die Fledermäuse, der Mauersegler, die Schwalbenarten haben alle ein Ernährungsproblem. Und es geht weiter, diese Aussterberei mit dem Star, mit der Feldlerche, mit der Goldammer. Der stumme Frühling ist meines Erachtens schon da. Das ist hier eine Grafik, die hat der NABU letztes Jahr oder vor 2 Jahren rausgebracht. Der drastische Vogelschwund in Deutschland. Sie sehen hier, dass allein der Star hier in den 12 Jahren um 1 Million Brutpaare, mehr als 1 Million Brutpaare abgenommen hat. Wir machen jetzt erstmal Urlaub. Wir fahren mal in die ungarische Pusta und das ist eine Grafik, die habe ich aus der Festschrift für Antal Festetics ausgegraben, der hier in Göttingen auch gewirkt hat. Der hat einfach mal so die trophischen Beziehungen dargestellt oder einfach die Beziehung zwischen Rind und Vögeln in der ungarischen Pusta. Hier sehen Sie oben so ein Steppenrind abgebildet und Sie sehen hier die als maßgebende Ressourcen hat er hier dargestellt, Fraß, Tritt und Dung und Sie sehen hier den Kampfläufer und die Spießente und den Storch, der hier steht, weiß und schwarz doch. Dann hier diesen Trittrasen, da brütet die Sumpfeule und die Uferschnepfe. Also alle unsere Vogelarten, die uns heute im Naturschutz heilig sind, die gibt es auf dieser Weide. Also nicht ich habe das erfunden, sondern das wurde schon vor 10 Jahren publiziert. Und man weiß es einfach. Ja? Und da sind da andere spannende Arten drin. Der Brachpieper, der Wiedehopf, das Schwarzkehlchen, der Rotfußfalke, der Baumfalke und so weiter. Und Sie sehen hier natürlich, dass die Insekten hier in der Luft fliegen und das passt alles zusammen. Also ich stelle hier eine etwas provozierende Hypothese auf und sage, der flächendeckende Verlust der extensiven Weide, vorwiegend mit Rindern, Pferden, Schafen und Schweinen, in Mitteleuropa seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und ihr Ersatz durch die technisch immer perfektere Maat ist, auch in vielen Schutzgebieten, eine, vielleicht sogar die Hauptursache für den Biodiversitätsverlust in Mitteleuropa. Also ich komme von diesem Beziehungsgeflecht komme ich hier rüber. Ja? In dem Moment, wo ich hier die Maat anwende, wird alles darüber geringer und am Ende ist bei den Wirbeltieren hier nur noch ein kleiner Punkt übrig. Und das ist das, was heute in unserer Landschaft passiert. Die heute diskutierten Agrochemikalien spielen sicher eine Rolle auf den Feldern, aber ihre Wirkung über Ferneintrag ins Grasland ist schwer nachweisbar und wenig erforscht. Natürlich findet man Arten, wo man Zusammenhänge nachweisen kann, aber ob es wirklich in der Summe auch in den Zentren unserer Schutzgebiete der Fall ist, dass es die Neonicotinoide und das Glyphosat dort wirken, das ist nicht so leicht nachweisbar und vielleicht auch nicht die Hauptursache. Ich bringe jetzt ein weiteres Beispiel. Amphiben in einer Weidelandschaft in Thüringen. Dort wurde Mitte der Nullerjahre eine große Weide angelegt und ein Tümpel angelegt. Sie sehen, dass hier innerhalb von 12 Jahren der Grasfroschbestand von 0 auf über 2000 Laichballen hochgegangen ist. Diese Fläche wurde dann auf mehreren 100 Hektar in 2 Jahren gemäht. Der Grasfroschbestand ist sehr stark wieder zusammengebrochen. Ich habe leider keine Zahlen, ich bekomme sie aber noch. Also Sie können sich vorstellen, dass dann aus diesem einen Tümpel gehen dann im Juni gehen mehrere Millionen juvenile Grasfrösche raus in die Weide. Ja? Und die finden auch was zu fressen, weil es Insekten gibt. Und sind ihrerseits dann wieder Futter für Reiher, Störche und so weiter. Oder hier, das sind Zahlen, Amphibienzahlen, die man sonst von ganzen Bundesländern hat. Das Bingenheimer Ried in Hessen, 100 Hektar werden seit etwa 30 Jahren beweidet. Dort gibt es 5000 Knoblauchskröten, 1000 rufende Laubfrösche, 10.000 Kammmolche, 25 rufende Wechselkröten und Kreuzkröten. Und nach 100 Jahren ist das in Hessen ausgestorbene Zwergsumpfhut dort zum ersten Mal wieder aufgetaucht, hat auch gebrütet. Ja, das wäre also ein solcher vom Naturschützer unabhängiger Tümpel. Da wird also vom Rand her fressen die Weidetiere die Vegetation ab und man muss den also nicht pflegen. Auf solchen Weiden, die wir im Naturschutz neu einrichten, kann man tatsächlich von einer Explosion der Biodiversität sprechen. Hier auf einer Weide bei Cuxhaven gibt es ein paar Vogelzahlen. Der Ziegenmelker hat innerhalb von 7 Jahren seinen Bestand hier verdoppelt. Der Neuntöter vervierfacht, die Heidelerche verdreifacht. Braunkehlchen und Steinschmätzer, das sind zwei ganz besondere Sorgenkinder in unserem Naturschutz, weil die wirklich überall verschwinden. Die sind neu eingewandert und nehmen zu. Oder der Bluthänfling, der auch seit kurzem auf der Vorwarnliste ist, hat seinen Bestand innerhalb von 7 Jahren verfünffacht. Oder hier die Oranienbaumer Heide in Sachsen-Anhalt.
Das sind 800 Hektar auf einem ehemaligen militärischen Übungsplatz. Das sind Vogelzahlen, die sind umwerfend, kann man sagen. Da ist also der Baumfall gekranigt. Wiederhopf sind neu eingewandert dort, auch innerhalb von nur 13 Jahren, wie ich hier sehe. Der Ziegenmelker hat von 42 auf 103 Brutpaare zugenommen. Dort brüten auf einer Weide fast 10% des Gesamtbrutbestandes des Ziegenmelkers von Sachsen-Anhalt. Oder beim Wiederhopf sogar 20%. Der Wendehals hat von 9 auf 30 Brutpaare zugenommen. Die Heidelerche von 37 auf 93. Das Schwarzgelchen von 20 auf 108 Brutpaare. Oder hier eine Waldweide. Wir sprechen ja leider viel zu selten über den Wald im Naturschutz. Oder jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Weidetieren. Hier wurde in der Senne eine Waldweide eingerichtet, 2010. Innerhalb von 8 Jahren hat dort der Baumpieper, der jetzt inzwischen auch auf der Vorwarnliste steht, von 9 auf 80 Brutpaare zugenommen. Die Heidelerche ist wieder dort eingewandert von 0 auf 15, der Grauschnäpper von 0 auf 7, der Trauerschnäpper von 0 auf 27, Gartenrotschwanz 0 auf 8, 9 Töter, Sperlingskauz, Ziegenmelker brüten dort. Und wie schon erwähnt, die Schlingnatter, die Zauneidechse, die Feldgrille gehen dort in den offen und lichter werdenden Wald hinein und pflanzen sich dort fort. Oder hier die Orchideen, von denen im Naturschutz sehr viel die Rede ist. Das ist jetzt hier eine Pferdeweide in Sachsen-Anhalt auf einem Kalkstandort dort. Da ist auch nach 9 Beweidungsjahren die Spinnenragwurz neu eingewandert, das Helmknabenkraut, das 13-jährige Knabenkraut. Und sogar eine Art, die vorher in ganz Sachsen-Anhalt ausgestorben war, ist wieder aufgetaucht, nämlich die Boxriemenzunge Himantoglossum hircinum. Ja, jetzt komme ich mal von der Biodiversität weg. Welche Probleme haben wir noch in der Landschaft und in der Landwirtschaft? Der Klimawandel natürlich, auch da spielt die Landwirtschaft eine Rolle. Jahrhunderthochwässer, die zu Jahrzehntehochwässern werden, die Verödung der Landschaft, der schwindende Erholungswert, Bodenerosion, Überdüngung, Gifte, also Pestizide, Tierwohl, die Lebensmittelqualität, die natürlich auch immer mehr zu wünschen übrig lässt. Und ganz wichtig, wir haben eine Erosion der bäuerlichen Familienbetriebe. Da gehe ich jetzt auf einige Punkte kurz ein. Stichwort Klimawandel. Sie sehen hier für die 6 Kontinente aufgetragen die Mengen des gebundenen Kohlenstoffes. Und Sie sehen das hier in Europa, der im Boden gebundene Kohlenstoff den größten Teil ausmacht. Rechts dargestellt der Kohlenstoff im Totholz und links im stehenden Holz. Also das Grasland ist eine ganz wichtige Kohlenstoffsenke und ist deswegen natürlich auch wichtig, wenn man was gegen den Klimawandel tun will. Die Landwirtschaft emittiert 7% der Treibhausgase durch nicht nachhaltige Nutzung. Dadurch, dass nach Grünlandumbruch Humus gezehrt wird, durch die Produktion von Stickstoffdünger, wo ja auch eine Menge Stickoxide anfallen, und durch die Massentierhaltung. Und wenn wir uns jetzt diese Grafik angucken, Extensivweiden sind Kohlenstoffsenken. Hier ist dargestellt die Menge und die Fläche von Kohlenstoff in den großen Lebensraumtypen auf der Welt. Sie sehen hier als bedeutende Kohlenstoffsenke die Moore und Feuchtgebiete, obwohl sie nur einen recht kleinen Flächenanteil einnehmen, ist hier eindeutig die größte Menge an Kohlenstoff festgelegt. Aber danach kommt gleich das Grasland mit 588 Milliarden Tonnen. Die Fläche ist ja deutlich größer, aber das Grasland hat von der Größenordnung her eine ähnlich große Fläche wie der Wald, hier links dargestellt, aber es speichert wesentlich mehr Kohlenstoff, und zwar vor allem in der Humusschicht. Das heißt also, im Grasland und im Schutz des Graslandes ist ein enormes Potenzial für den Klimaschutz. Und wenn wir uns jetzt die Äcker angucken, da sind auf einer relativ großen Fläche, ist nur eine relativ kleine Fläche von Kohlenstoff gebunden. Da möchte ich ein Buch empfehlen meiner hochgeschätzten Kollegin Anita Idel. Die Kuh ist kein Klimakiller. Dieses Buch handelt von der gesunden Kuh, die mit Riesenäutern in viel zu engen Stellen dahin vegetiert, mit artfremdem Kraftfutter gefüttert wird, also meistens Soja oder auch Mais, und dessen Produktion das Klima stark belastet. Im Gegensatz dazu erhält die Kuh in angepasster Dichte auf angepassten Standorten die Bodenfruchtbarkeit und auch das Klima. Denn Kühe gab es schon immer, Rinder gab es schon immer, die natürlich immer auch Methan gerülpst haben.
Aber das ist eben das moderne Schicksal der Kuh. So sehen Sieger aus, heißt dieses Bild. Das sind Kühe, die teilweise bis zu 18.000 Liter Milch produzieren im Jahr. Und das teilweise hochgeschätzte Rindfleisch aus Argentinien, was hier in der Gourmetküche angeboten wird, das wird meistens auf solchen Paddocks hergestellt, wo unglaublich hohe Zahlen von Tieren eingesperrt sind und von einer naturnahen Beweidung ganz weit entfernt sind. Ja, Hochwasser und Bodenerosion ist auch ein großes Thema. Das war das Elbhochwasser in Dresden, das also wirklich auch im Inneren der Stadt stand. Ein Foto vom 06.06.2013 in den Dresdner neuesten Nachrichten. Es ist halt so, dass unsere Flüsse eingezwängt sind durch Deiche und in den Flussauen sind ganz viele Äcker. Und diese Äcker sind in dem natürlichen Überflutungsraum des Flusses, der seinerseits nicht mehr vorhanden ist, um zur Hochwasserretention als Hochwasserretentionsgebiet zu arbeiten. Und da gibt es einen Vorschlag einer Fördermaßnahme meines ebenso geschätzten Kollegen Edgar Reisinger vom Thüringer Umweltministerium, der sagt, lasst uns doch in den HKO 100 Gebieten, das sind die Gebiete in den Flussauen, die statistisch gesehen im Jahrhundert einmal überflutet werden. Lasst uns doch dort Ackerland in Grünland rückverwandeln und das soll der Landwirt entschädigt bekommen. Also er schlägt vor, auf 250.000 Hektar den Ackerbau einzustellen und wieder Grünland anzulegen. Und solche Flächen sollen extensiv beweidet werden, möglichst ganzjährig und möglichst weniger als eine Großvieheinheit pro Hektar. Die Ufer sollen ausgekoppelt werden, die Tümpel, Altwässer sollen ausgekoppelt werden. Das wird also fantastisch wirken für die Biodiversität. Und der Landwirt soll dafür 20 Jahre lang 1.000 Euro für einen Hektar bekommen. Und das würde die gesamte Gesellschaft im Jahr 250 Millionen kosten, in 20 Jahren 5 Milliarden. Aber die Schadenssumme dieser beiden Hochwässer 2002 und 2013 betrug ca. 18 Milliarden, die der Steuerzahler bezahlt hat. Also wir könnten diese Gelder viel sinnvoller anlegen und wir hätten in der Summe einen Riesengewinn für Natur und für Umwelt, für Klima, für Tourismus, für Erholung. Wir könnten da ganz viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und so könnte eine solche heutige Weidelandschaft aussehen, die in der Flussaue entstehen würde. Also wir haben da Überschwemmungsflächen, wir haben hier Altwässer, wir haben hier Gebüschstrukturen, wir haben hier unbefestigte Ufer. Das wären alles kleine Naturparadiese. Oder so, da gibt es auch mal dann natürlich Erosion hier hinten, aber das sind dann die Stellen, wo die Steinschmetzer und die Sandlaufkäfer und die Wildbienen brüten. Ja, jetzt komme ich langsam zum Ende. Die Take-Home-Message. Ich sage, wenn es uns gelingt, die überall unterschätzte Kuh wieder vom Stall auf die Weide zu bringen, und zwar unter naturnahen Bedingungen, dann schützen wir, dann bekommen wir nicht nur unsere verlorenen Vögel und Insekten und vieles mehr zurück, sondern wir schützen auch das Klima, wir betreiben nachhaltigen Hochwasserschutz, wir schützen den Boden vor Erosion, wir reduzieren Überdüngung und Gifteinsatz, wir sichern bäuerliche Existenzen, wir ermöglichen Tierwohl, wir produzieren erstklassiges Fleisch, wir erhalten unsere Landschaft und Heimat und wir produzieren Glück. Der Glücksindex würde also nach oben gehen. Dafür brauchen wir aber mindestens 5% der offenen Waldfläche. Das können aber gern die unproduktivsten Standorte sein. Das können die trockensten Standorte sein. Das können die Überflutungsstandorte sein, die HKO-100-Bereiche. Volkswirtschaftlich würde uns das Peanuts kosten. Das Geld ist da. Wir müssten es nur aus der derzeitigen ersten Säule der landwirtschaftlichen Förderung, aus der Flächenförderung auslagern und müssten es verstärkt in die Förderung solcher Strukturen bringen. Also, ich propagiere hier die wilde Weide als Aussöhnung zwischen Pleistozän und Anthropozän, zwischen Wildnis und Kulturlandschaft, zwischen botanischem und zoologischem Artenschutz und als substanziellen Beitrag zur Lösung vieler unserer drängendsten Umweltprobleme. Und die Agenda, die ich vorschlage, ist diese. Das glückliche Rind auf der Weide sollte ein Kernstück sein einer geforderten Agrarwende 3.0. Und man sollte das zu einem Top-Thema machen. Die gemeinsame Agrarpolitik, die GAP, die jetzt derzeit neu verhandelt wird, sollte einen Fördertopf für die Extensivweide einrichten. 1.000 Euro pro Hektar. Diese 1.000 Euro pro Hektar schließen die 300 Euro aus der ersten Säule mit ein. Die bekommt der Landwirt ja sowieso als Flächenförderung. Da müssten nochmal 700 Euro draufgesattelt werden, eben in diesen Flussüberschwemmungsflächen zum Beispiel und auf anderen ertragsschwachen Standorten, wo der Landwirt sowieso nichts rausholt.
aber wo eben ein enormer Gewinn an Biodiversität und anderem gemacht werden könnte. Ja, den Menschen, man müsste den Menschen erklären, dass sie von der heutigen Agrarpolitik um ihre Landschaft und letzten Endes um ihre Heimat gebracht werden und dass sie mit minderwertigen Billiglebensmitteln überschüttet werden, deren Warenpreis sie über ihre Steuern als Subvention und über die Reparaturen dieser Umweltschäden bezahlen. Von seinem Anspruch und von seiner Tragweite her wäre das ein großes Ziel einer Agrarwende für Grün und Rot und alle, die mitmachen wollen. Und dieses Ziel wäre auch geeignet, um neue und breite Wählerschichten anzusprechen. Und jetzt noch in eigener Sache ganz am Ende. Liebe Göttinger, wir haben hier vor unserer Tür das Kerstinröder Feld. Das könnte ein solches potenzielles Klein-Arkadien sein. Aber was machen wir auf dem Kerstinröder Feld? Wir haben hier, ein kleiner Ausschnitt, wir haben hier links zwar eine Schaf- und Ziegenweide, aber den allergrößten Teil, das geht hier noch weiter, auf dem allergrößten Teil hier mähen wir mit großen Maschinen und Sie können sich hier schon vorstellen, wo hier mehr Biodiversität ist, links oder rechts, das spricht, glaube ich, für sich. Also, so sieht das dann aus. Rechts, wenn gemäht ist, wenn Sie jetzt hochgehen, sieht es genauso schlimm aus und da auf der Weide sieht es eben doch noch ganz anders aus, wo hier noch ein paar mehr Tiere und Pflanzen leben, das kann man sich gut vorstellen. Oder hier ein einst artenreicher Amphibientümpel, ebenfalls auf dem Kerstinröder Feld. Der ist hier zugewachsen und drumherum wird hier einfach gemäht. Und die Tiere, die herauskommen, die Amphibien, die haben kaum eine Überlebenschance. Ich prognostiziere, das ist jetzt keine Spinnerei, sondern das sind Zahlen, die wir von anderen Weidegebieten kennen. Ich prognostiziere für das Kerstinröder Feld nach 10 Jahren Weide 3 Paare Braunkehlchen, 5 Paare Schwarzkehlchen, 10 Paare Schafstelze, 3 Paare Heidelerche. Heidelerche ist, glaube ich, ausgestorben jetzt oben. Wo sitzt Hannes Dörrie? Heidelerche war da, ist verschwunden. 8 Paare Wiesenpieper, 4 Paare Gartenrotschwanz, 3 Paare Wendehals, 2 Paare Raubwürger, 1 Brutpaar Steinkauz. Wir könnten das in 10 Jahren haben. Da würde vieles blühen. Wir würden auch sonst da oben einen Gewinn verzeichnen, wenn wir da eben einfach eine entsprechende Weide einrichten und das nicht mehr naturschutzgerecht managen. Ja, das war mein Vortrag. Danke sehr. Thank you.